Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Train Simulator. Wir sind heute unterwegs mit einem Güterzug und einer Doppeltraktion Baureihe 145. Der Güterzug nennt sich KLV 55634 und ist unterwegs bis, ich glaube, nach Kaiserslautern. Und wir sind eben auf dem Teilstück hier auf der Strecke Konstanz-Willingen unterwegs. Zugdaten. Bremsstellung G ist bereits voreingestellt. Mittlere Zugart sind wir unterwegs. Vmax 100 km/h. Gesamtgewicht 1570 Tonnen. Zuglänge 548 Meter. Ansonsten, wir sind hier gerade in Singen und haben noch einen planmäßigen Aufenthalt bis 16.08 Uhr. Es sollte zu keinen großen Wartezeiten kommen. Ja, sieht ganz gut aus. Ich denke, das kriegen wir schon irgendwie über die Bühne. Dann machen wir uns mal abfahrbereit. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, bis es losgeht für uns. Und dann nutzen wir die Gelegenheit natürlich noch und schauen uns ein wenig um. Bremsstellung G ist bereits festgesetzt. Das heißt, wir brauchen nur noch die SIFA, die PZB, mittlere Zugart. Zugbeeinflussung. So. Zugbeeinflussung. Dann schalten wir uns natürlich noch die AFB hinzu. AFB. AFB. Können wir noch einen Bremstest machen. Störung. Und dann packen wir noch den Richtungswender nach vorne. Und das soll es auch schon gewesen sein. Das Szenario ist vom Norman. Wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, ich bin noch nicht allzu viele Szenarien gefahren. Und jetzt habe ich mal, also ich weiß halt, dass die tatsächlich eine sehr gute Qualität darstellen. Und jetzt habe ich einfach mal gezielt nach mehr Szenarien von dem guten Mann gesucht. Und habe dann auch noch einige gefunden, die ich auch fahren kann mit dem Rollmaterial, das ich besitze. Und das ist eben jetzt eine davon. So, da kommt noch ein Regionalexpress angerauscht. Zugzielanzeiger sind scheinbar überall verbaut. Also tatsächlich auch hier. Das muss man sich mal geben. Also das sind ja normalerweise, ja, meine Güte, wenn man halt in der Lok rumsitzt und wartet, bis man abfährt, dann sieht man das ja alles nicht. Und das ist halt tatsächlich hier alles mit den korrekten Abfahrtszeiten ausgestattet. Das ist schon großes Kino, muss ich sagen. Schöne, nette Details. Oh, der dreht direkt wieder um. Okay. Naja, nutzen wir die Zeit. Beobachten noch ein wenig das Treiben hier in Singen. Und die Aufgabe ist selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Sollte ich es vergessen haben, dann erinnert mich gerne dran, dann hole ich das noch nach. Allzu viel KI-Material braucht man, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht auswendig, was genau alles, aber es war wirklich nicht, also es war überschaubar. Die 145 natürlich auf jeden Fall. Dann hier auch diese Schweizer Waggons, die sind ja Freeware. 3D-Zug-Güterpaket weiß ich gar nicht mehr auswendig. Möglicherweise den Flirt braucht man noch, aber recht viel mehr ist es auch nicht. Und eins von den Train Team Berlin Szenario-Paketen, aber die sind ja ohnehin Standard, sage ich mal. In meinen Augen zumindest. Ohne die geht ja relativ wenig, wenn man die nicht besitzt. Ja, gute Stunde sollten wir unterwegs sein. Mit unserem Güterzug hier. Auch alles nett ausgestaltet hier. Einiges an Rollmaterial abgestellt. Und es herrscht reges Treiben. Da hinten kommt der Seehaas angefahren. Der ist ja auch standardmäßig beim Flirt dabei. Da braucht man kein Repaint installieren. Cool, cool. Ja, knapp 4 Minuten haben wir noch. Ich denke mal, da wird noch der ein oder andere Personenzug vor uns raus dürfen auf die Strecke. Ich glaube,
Der hier hatte Abfahrt 16.05 Uhr. Der kommt also auf jeden Fall noch vor uns auf die Strecke. Schauen wir mal, wann der hier drüben abfährt. Okay, gut, der wartet noch ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob der fährt ja überhaupt in unsere Richtung. Lokführer wäre hier drin, aber Zugspitzenbeleuchtung ist noch aus. Da hinten kommt noch ein Seehas angerauscht. Der darf sicherlich auch noch auf uns, also vor uns los. Ja, ist dezent verspätet. Könnte ich sein. Das gibt Punktabzug, Kollege. So, der macht sich auch auf den Weg. Ja, schön. Und man sieht, man kann auch, also ohne Unmengen an Rollmaterial, was benötigt wird für die Aufgabe, durchaus echt was Nettes auf die Beine stellen und inszenieren. So, also ich vermute mal, dass der Seehas halt noch rausfährt, bevor wir dann losmachen dürfen. Losmachen. Das ist auch ein seltsamer Ausdruck. So, ich glaube, wir könnten uns noch ein Licht anmachen. Das kann sicherlich nicht schaden. Okay, der Seehas macht sich auch auf den Weg. Dann wird es wohl gleich losgehen für uns. Nettes Fahrzeug, der Flirt. Ah ja, okay. Da kommt auch noch irgendwas angefahren. Noch ein Güterzug. Ziemlich viel 145 heute unterwegs. Okay. Der wird wohl hier auch in Singen erstmal Halt machen, vermute ich. Und nach dem geht es dann wohl für uns los. Einige Taschenwagen am Haken. Ein paar Kesselwägen sind noch mit dabei. Okay. Schwingen wir uns mal in den Führerstand. Habe ich noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. AFB ist an. Zugsicherung. Richtungswende haben wir schon nach vorne gepackt. Achso, die AFB könnte man vielleicht auch noch entsprechend einstellen. Tempo 40. Ich denke mal, hier wird es erstmal mit Langsamfahrt losgehen. So, 16.08 Uhr auf die Sekunde genau. Dann soll es ja auch gleich auf die Strecke gehen. Ich kann eigentlich schon mal so ein bisschen, also minimal beschleunigen, um einfach hier ein bisschen Spannung auf die Geschichte zu bekommen. Aha. Okay, so, das sollte auch schon genügen. Gut, Langsamfahrt liegt an. Dann machen wir uns auf die Reise.
das dauert noch ein bisschen, bis wir hier dann auf Streckengeschwindigkeit gehen dürfen. Sobald sich der ganze Zugverband hier über die Weichen geschlängelt hat und wir uns auf dem Regelgleis befinden, dann können wir Gas geben. So, befreien dürfen wir uns natürlich auch schon. So, dann haben wir hier nochmal einen Gleiswechsel und dann sind wir auch auf unserem Regelgleis. Das Ende des Zuges. Sehr schön. Dann können wir mal auf Tempo 70 beschleunigen. Ich glaube, wenn wir hier durch den Bahnhof mehr oder weniger durch sind, dann können wir auch direkt auf 100 gehen. Gut. Dann haben wir gleich die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit erreicht und dann schauen wir mal, was so auf uns zukommt. Bis Villingen fahren wir runter. Ja, feine Sache, so eine Doppeltraktion. Was kommt uns da entgegen? In blauem Gewand. Scheint auch ein Güterzug zu sein. Allerdings sehr, sehr kurz. Okay, interessant. Kurz und knackig. Okay, erstmal grüne Welle. Ich denke mal, das wird auch eine ganze Weile so bleiben. Es wurde uns ja mitgeteilt, dass das hier keine allzu großen Störungen zu erwarten sind. Ausschließen kann man es deswegen natürlich trotzdem nicht. Mittlerer Schwierigkeitsgrad, glaube ich, ist das Szenario. Irgendwas wird wahrscheinlich schon noch passieren, vermute ich mal. Aber nichts, was uns aus der Bahn werfen sollte.
Und auf so einer schönen Strecke kann man ja durchaus die ein oder andere Störung im Betriebsablauf verschmerzen. Relativ große Blockabschnitte hier in dem Bereich. Da können wir es also schön gemütlich dahin rollen lassen. Hier an dem BÜ habe ich, glaube ich, schon mal einen Zug abgeschleppt. Oder musste halt dorthin fahren. Genau, das war das Kranzug. Die Kranzugaufgabe war das. Da ist hier tatsächlich ein Zug liegen geblieben. Beziehungsweise ist entgleist. Nichts Dramatisches. Aber hat ihm einen Kranzugeinsatz notwendig gemacht. Immer wieder wunderbar, die Strecke. Das ist schon definitiv eine der besten. Schweizer Kollege. Der schaut gut aus. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen lüften hier drin. Ist doch ein wenig stickig. Mal ein bisschen frische Luft rein hier. Immer wieder schön zu sehen hier, die Kurvenüberhöhung, das macht echt Laune. Das wäre echt mal ein cooles Feature für den Nachfolger von Transport Fever. Zwar schwer vorstellbar, ehrlich gesagt, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So, wir haben tatsächlich einen HP0 voraus. Bremsen wir schon mal ein bisschen stärker runter. Okay, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben mit den Bremsen. Ja, verdammt, das stand ja auch sogar noch in der Beschreibung, ne? Wobei ich glaube, dass jetzt nicht diese Passage gemeint war. Naja. Na komm, das schaffst du. Ja, viel zu stark gebremst meinerseits. Ach du, grüne Neune, ich komme hier kaum vom Fleck, das ist ja... Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Bergauf anfahren. Oh, jetzt wird es aber schwierig. Was mache ich denn jetzt? Oh, verdammt. Naja, der fängt sich schon. Vielleicht mal
ein bisschen mit Sand nachhelfen, ne? Das ist doch, glaube ich, keine schlechte Idee. So, jetzt kommt auf jeden Fall wieder ein Pfad. Naja, alles halb so wild. Ich meine, jetzt haben wir mittlerweile wieder grünes Licht da vorne. Aber es sollte natürlich idealerweise nicht passieren. Das hatte ich schon mal bei einer Aufgabe, die ist aber dann letztlich nicht auf dem Kanal gelandet, weil dann irgendwie, ich glaube, es gab eine KI-Kollision irgendwo dann und dann war es natürlich vorbei. Aber ich bin auch schon mal mit der 151, glaube ich, war das und ich glaube auch in Doppeltraktion, aber mit einem sehr, sehr schweren Zug. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Strecke, Hagen-Siegen müsste das gewesen sein. Und da bin ich eben auch zum Stehen gekommen, bergauf, und also keine Chance, da dann wieder weiterzukommen. Ich habe halt den Zug wirklich dann wieder rückwärts runterrollen lassen müssen. Mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Ich meine, wenn man Auto fährt, ne, dann kann man halt einfach mit der Handbremse arbeiten. Aber das kann man ja beim Zug vergessen, nehme ich mal an. Also ich habe es gar nicht versucht, aber das hat mir dann doch auch zu sehr widerstrebt. Und auch Sand hat nichts geholfen. Keine Chance. Da musste ich tatsächlich den Zug rückwärts runterrollen lassen. Habe auch keinen blassen Schimmer, wie man da in der Realität reagieren würde. Ich meine, theoretisch könnte es einem ja passieren. Aber gut, wie dem auch sei. Wir kommen langsam wieder in die Gänge hier. Zugbeeinflussung. Langsam aber sicher. Betonung auf langsam. Geschwindigkeit einstellen. Tja, da haben sie schwer zu arbeiten hier. Die beiden 145er. Fast schon ein wenig ins Schwitzen gekommen. Ich mach besser noch mal ein bisschen Fenster auf hier. Ein bisschen Durchzug können wir natürlich auch machen. Wer Co, der Co. Na gut, jetzt haben wir die Steigung auch gleich überwunden. Hier kommt jetzt so langsam der Scheitelpunkt. Dann sollten wir auch wieder gut auf Fahrt kommen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt tun sie sich deutlich leichter. Okay. Fenster mal wieder dicht hier. Wird doch relativ laut, ne? Ja. Klump, verreckt's. Kruzifix. So. Gefangen hier.
und die nächste Steige. Aha, eine nette kleine Überstellungsfahrt. Orientrot, ganz nach meinem Geschmack. Mal von der Blau-Beige-Lackierung abgesehen, gefällt mir persönlich Orientrot fast noch am besten. Das sieht aber auch schön aus. Mit dem Lätzchen vorne dran. Also ich denke mal, das hier ist jetzt eigentlich die Steige, die gemeint war in der Aufgabenbeschreibung am Anfang. Da stand ja drin, dass ich nicht unnötig bremsen sollte, weil es eben unglaublich schwer wird, den Zugverband wieder in Bewegung zu bekommen. Und nachdem es eine mittelschwere Aufgabe ist, vermute ich ja fast mal, dass hier noch irgendeine Gemeinheit eingebaut ist. Also wahrscheinlich, kann mir gut vorstellen, dass ich noch irgendwo zum Bremsen gezwungen werde. Andererseits ist es natürlich auch möglich, dass ich durch mein kleines Manöver gerade eben die Sache halt schon umgangen bin. Dadurch, dass ich jetzt einfach länger gebraucht habe, als das eigentlich vorgesehen ist, kann natürlich sein, dass jetzt ein eventuelles HP0 sich schon wieder erledigt hat. Schauen wir mal. Und ich habe es bestimmt auch schon ziemlich oft gesagt auf dieser Strecke, aber die Vegetation, die sieht doch einfach nur fantastisch aus. Ich glaube, recht viel mehr kann man nicht rausholen aus dem TS. Das sieht einfach super aus. Absolut stimmig. Wunderbar. Auch hier schön mit dem Nadelwaldabschnitt. Sehr, sehr schön. So, bis hierhin alles gut. Ja, hat schon ganz gut zu ackern hier, ne? Was haben wir hier anliegen? Knapp 260, 270 Ampere. Recht viel mehr darf es dann auch nicht werden. Ja, der hat gut lachen bergab. Aber der hat auch nicht sonderlich viel am Haken. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ich hätte stattdessen einen Kohlezug dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal auf Geschwindigkeit gekommen wäre. Also wenn, dann hätte es wahrscheinlich doppelt so lang gedauert. Immer wieder eine Schau, dieser Abschnitt hier. Gerade so diese ganzen Stützwände hier, die so verbaut sind, ich glaube, so schön habe ich das auf keiner anderen Strecke gesehen. Na, vielleicht mal abgesehen von der Bergstrecke, die ich letztens mal gefahren bin. Die ist natürlich schon auch echt wunderbar ausgestaltet. Vorsignal. Okay, alles gut. Ja, so in der Art hatte ich mir das vorgestellt, ehrlich gesagt. Ah, sehr schön.
Solche Perspektiven mag ich. Schön kurvig, wie sich der Zugverband da so hochschlängelt. Nett anzusehen. So, dann mal Konzentration. Signale voraus, Tempo 80 Bereich voraus. Ach nee, war ja Tempo 80, ne? Ich glaube, ab 70 muss ich sowieso erst bestätigen. So, Fernlicht an. Liegen bereits an. Das sollte also passen. Warum habe ich denn jetzt so eine entfernte Kameraperspektive? War doch vorher nicht der Fall, oder? Merkwürdig. Naja, soll mir recht sein. Alles nett anzusehen mit den Formsignalen, das gefällt mir jedes Mal wieder hier. Also, kann man da runterfahren? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt doch schon mit einige Aufgaben auf der Strecke gefahren. Das wäre ja sicherlich mal passiert. So, dann geht's bergab hier durch den Möhringer Tunnel. Da haben wir jetzt ein ordentliches Gefälle. Leistung an der Stelle erstmal komplett rausnehmen. Und muss sogar mit der Bremse ein bisschen dagegen halten. So kann man es, glaube ich, ganz gut dahin rollen lassen. Der schaut gut aus. Gönnen wir uns gleich nochmal eine Außenansicht. Ja, doch, können wir. Alles gut. Ja, das passt. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Halleluja! Madonna!
So, können wir wieder ein bisschen mehr Gas geben. Na? Wieso kommt keine Leistung? Eigentlich alles in Ordnung. Okay, passt. Ja, nur zu ungeduldig. Dingen. Und dann können wir auch gleich wieder auf unsere VMAX gehen. So, Tempo 100 sind erlaubt. Für uns zumindest. Dann fahren wir natürlich Tempo 100. Mhm. Ja, der hat auch gut lachen. Praktisch kein Gewicht am Haken. Oder eben nur das Leergewicht. Das dürfte nicht allzu viel sein. Das war echt merkwürdig, oder? Mit der Kameraperspektive, dass die jetzt so weit rausgezoomt ist. Da muss irgendwas passiert sein unterwegs. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ist ja auch mal ganz nett. Mal so eine Art Panoramablick. Bei den meisten Außenansichten klebt mir die Kamera sowieso viel zu nah an der Lok dran. Beim Metrodom ist mir das neulich aufgefallen. Da klebst du echt gefühlt direkt an der Windschutzscheibe, wenn du in die Außenansicht gehst. Das ist schon gar nicht so verkehrt hier. So, Freifahrt. So, schauen wir mal, ob wir hier ganz normal durchflutschen. Da gibt es ja erfahrungsgemäß auch öfter mal kleine Stolpersteine. Aber sieht nicht danach aus. Thank you.
Nö, alles gut. Wunderbar. Ja, die ist doch nicht so schlecht hier. Bisschen unterhalb des Bahndamms. Wie aus dem Trainspotter-Video hier. Also irgendwie traue ich der Ruhe ja nicht so ganz, muss ich sagen. Andererseits, jetzt hier in dem Abschnitt kann eigentlich gar nichts passieren. Sehr, sehr langer Blockabschnitt. Da kommt's. Das wird eine ganze Weile dauern, bis das nächste Signal auftaucht. So, mal Augen auf. Doch, da vorne mal wieder ein Vorsignal. Okay, weiterhin freie Fahrt. Keine besonderen Vorkommnisse. Sehr entspannt die Geschichte heute. Kleines Problemchen am Anfang gehabt, aber das war ausgemacht. Hat nichts mit der Aufgabe an sich zu tun gehabt. Oh, ist easy. Siva. So, und schauen wir mal, wie weit haben wir es eigentlich noch? Knapp 20 Kilometer noch. Um den Dreh. Ja, fast die gemütlichste Fahrt seit langem. Also ich kann... Guck mal, Mama, ich war freihändig. Ne, wobei die Bergfahrt hier, der kleine Ausflug in die Schweiz, das war schon auch extrem gemütlich. Ja, es lag natürlich auch in der fantastischen Landschaft. War schon eine Show. Auf jeden Fall wiederholenswert. So, sieht auch nach Regionalexpress aus. München Hauptbahnhof. Okay. Interessant. Aber kann ja durchaus sein. Weil der wäre schon eine ganze Weile unterwegs, glaube ich, oder? Also über die Strecke? Hm. Bin mir nicht so sicher. Also gerade vom Bodensee aus... fahren die doch eher über... Oh Gott, wie heißt es denn? Lindau. Da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Mit
dem Allgäu-Express, glaube ich. Aber gut, das ist dann wohl Erbsenzählerei. Aus da vorne, weiterhin freie Fahrt für uns. Was gibt's hier eigentlich? Relativ großer Parkplatz, habe ich das richtig gesehen? Aha. Ist da irgendwas Besonderes? Ach, ein Campingplatz, okay. Ja, nice. Schön. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt, als ich hier vorbeigefahren bin. Auch, also erstaunlich gut ausgestaltet. Dadurch, also dafür, dass man das ja praktisch nicht wirklich zu sehen bekommt, wenn man hier entlang fährt. Es ist halt einfach Quality dieser Strecke. Ja, das ist halt auch so ein kleiner Vorteil. Güterzug, beziehungsweise den Güteraufgaben, Güterzugaufgaben. Man hat halt einfach ein bisschen mehr Zeit und Gelegenheit, so die ganzen schönen Details so ein bisschen zu betrachten. Das taugt schon. Schön, schön. So, dann müssen wir ein bisschen runterbremsen. Frühzeitig an, ein bisschen zu verzögern hier. Zugbeeinflussung. So, ich bestätige das trotzdem, man weiß ja nie im TS. Ich habe doch schon ein oder andere merkwürdige Sache gehabt. Runterregeln auf Tempo 80. Man soll ja tatsächlich nicht mit der AFB bremsen, auch wenn ich das trotzdem manchmal mache. Aber es ist mir durchaus bewusst, dass das nicht korrekt ist. Auch einfach schön gebastelt alles. Da gibt es echt nichts zu meckern. Auch wenn das jetzt irgendwie, also ist ja kein komplexes Vorfeld oder sowas in der Richtung, aber es sieht einfach gut aus. Hochgehen. Und das Wasser. Immer wieder schön anzusehen. Da waren Schneepflugtafeln, obwohl da, also da war ja gar nichts. Kein Signal, keine Magnete. Das war auch merkwürdig, oder? Hier auch wieder Schneepflugtafeln überall. Komisch, oder? Also wenn mir das jemand erklären kann, gerne in die Kommentare. Boah, sieht das gut aus. Konnte ich auf dem alten System auch nicht wirklich genießen, also. Wasser auf volle Möhre aufreiben war einfach nicht drin. Schon sehr angenehm. Ja, nicht schlecht. Haben wir echt bis zur letzten grüne Welle. Kommen wir wirklich so durch.
mag ja immer noch nicht ganz dran glauben. Aber ich meine, jetzt sind wir fast durch. Knapp 10 Kilometer noch. Recht viel kann da nicht mehr passieren. Aber das habe ich auch schon öfter gesagt. Wollen wir mal den Tag nicht vor dem Abend loben hier. Gehen wir erstmal wieder auf Tempo 100. Hier auch wieder Schneeflug. Achso, okay. Die Schneeflugtafel gehört natürlich zu dem Signal wegen dem Magneten. Was mich tatsächlich auch mal interessieren würde nebenbei, warum die, also ist, ich bin mir nicht sicher, ob die gesamte Strecke hier mit den Betonoberleitungsmasten ausgestattet ist, aber ich glaube schon größtenteils. Was da der ausschlaggebende Grund ist, wenn man sich also halt pro Betonmasten entscheidet und eben nicht die klassischen Stahlmasten verbaut. Hat das irgendwas mit der Bodenbeschaffenheit zu tun hier oder ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Keinen blassen Schimmer. So, die nächste 218 kommt uns entgegen. Wunderschöne Lok, wie ich finde. Mit einem Waggon, sehr schnucklig. Servus, Kollege. Na, er grüßt sogar. Freundlich. Cool, cool. So dann, mal die Augen offen halten. Weit haben wir es nicht mehr. Hier auch wieder, Schneepflugtafeln, die einfach so rumstehen. Merkwürdig. Ist mir noch nie aufgefallen. Und hier nochmal. Da ist auch kein Magnet. Vielleicht waren da mal Signale. Also hier wird ja tatsächlich, ja, vielleicht wäre da ein Einfahrsignal denkbar, aber so kurz vorm Bahnhof eigentlich auch eher nicht. Komisch. Echt merkwürdig. Und aber auch selbst wenn da mal ein Signal gewesen wäre, also dann würde man ja, wenn man das Signal abbaut, dann wird man doch auch die Schneepflugtafeln abbauen. Das kann ich mir echt nicht erklären. Ich gehe mit einem großen Fragezeichen über meinem Kopf aus dieser Aufgabe heraus. Das ist auch noch freie Fahrt. Und die nächste 218. Was hat der denn noch dabei? Ach, schau an! Jetzt kann ich aber nicht zu lang gucken. Interessant. Wohl auch eher eine Überstellungsfahrt, vermute ich mal. So. Hm.
3 Kilometer noch. Dann dürfte uns doch gleich mal ein bisschen runterbremsen hier. Dann steigen wir schon mal ordentlich in die Eisen hier. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Nicht zu viel, idealerweise. War das vielleicht sogar schon wieder zu viel? Na, das passt schon. Bisschen weniger hätte's auch getan, sage ich mal. Ja, passt schon. Alles gut. So. Da haben wir Langsamfahrt anliegen. Und dann fädeln wir uns wohl aus von der Hauptstrecke. Das muss natürlich bestätigt werden. Zugbeeinflussung. Na, was war das? Ein kleiner Leck. Nur noch selten wahrzunehmen heutzutage. Zum Glück. So, hier biegen wir ab. Tempo 40, wunderbar. Ja, dann stellen wir die Kiste hier mal ab. Und dann ist Schicht im Schacht. Feierabend. Kollege wartet schon auf Ausfahrt. Scheint schon aufgerüstet zu sein. Licht muss noch anmachen, ne? Weiß Bescheid. Okay, ziehen wir ganz vor. Ja, schön. Schön, schön, schön. Hier mit den ganzen Formsignalen. Ganz nach meinem Geschmack. Okay, ja, sollten wir schon bis ganz davor ziehen. Ah ja, cool, da ist ja auch schon die Ablösung am Start. Punktlandung, oder? Das passt schon. Und es gibt ja auch noch den sogenannten Durchrutschweg. Das passt schon. Cool. Ja, nette Geschichte. Vielleicht ein wenig ereignislos. Aber da habe ich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Netter KI-Verkehr, alles insgesamt schön inszeniert. Mir hat's gefallen. So. Ein Schnappschuss zum Abschluss. Und dann soll es das auch gewesen sein. Na, okay. Jetzt wohl doch kein Schnappschuss mehr. Alles klar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.